Das ist schon wirklich eine Schwierigkeit, also diesen Kameraden zu finden, das wird sehr, sehr schwer. Also wir haben wirklich viele, viele Stunden zusammen verbracht, das weißt du auch. Und dafür nochmal ein herzliches Dankeschön von uns, weil wir würden uns auch immer wieder freuen, dass,
wenn du wiederkommst, komm zum Gerätedienst her, auch wenn du nicht mehr aktiv in der Feuerwehr bist. Trotzdem komm bitte zum Gerätedienst. Weil wir können dich immer noch wieder gebrauchen. Du bist immer mit Rat und Tat immer zur Stelle für uns. Und dafür, wie gesagt, ein herzliches Dankeschön von uns allen. Auch natürlich von den Kameraden mit, aber eben als Gerätewart-Kamerad warst du uns sehr, sehr hilfreich. Und danke für die vielen, vielen hübschen und tollen Stunden, die wir zusammen verbracht haben. Einmal das so ein bisschen für dich und deine Familie. Das stellt da mal hin. Ich übergebe das mal den Gerd oder ja. Irmgard. Ja, und dann noch mal hier so einen kleinen Durstlöscher. Ne? Ja, cool. Eben... Oder. Damit dann alle auch noch einen Tag für die Feuerlöscher. Da kommt doch nicht. Wie gesagt, ist immer wieder gerne gesehen beim Gerätedienst. Ne? Vielen Dank. Wir haben zu danken. Ich möchte mich bei allen bedanken, dass ihr so gekommen seid. Ich bin eigentlich ziemlich sprachlos. Kommt selten vor, wa? Für alle, die... Nee, ich weiß auch nicht. Ist ja egal. Also brauchst du nichts sagen. Vielen Dank für alles. Alles gut. Ich habe auch noch eine kleine Erinnerung für Gartenhütte oder ähnliches. Als Dank für 48 Jahre aktiven Dienst, was für... Also, viele von uns sind noch nicht mal 48. Feuerwehr ohne Heino ist eigentlich gar nicht vorstellbar. Du warst für viele von uns immer ein großes Vorbild. Du hast immer gesagt, ne, Feuerwehrmann ohne Atemschutz ist kein Atemschutz. Du warst bis weit in die 60 noch Atemschutzgeräteträger. Immer da, immer aktiv, hast dich um alles gekümmert. Und du bist immer gerne gesehen. Ne? Komm vorbei, nochmal auf den Charlie, du weißt, wann Dienst ist. Ja. Wurde ja auch immer akzeptiert, auch von den jungen Leuten. Haben die gesagt, du alter Sack, was willst du hier? Wenn wir so Sorgen gewinnen, dass du immer alle Geschenke für die meisten Einsätze oder meisten Dienste. Würde ich in gute Hände in die Seniorenabteilung. Den Ausflug heute hast du leider verpasst, aber ich glaube, der nächste, der. Wir waren aber ja schon beim Grill ab. Beim Grillen, genau, wart ihr ja schon. Ne? Und ich denke, da werdet ihr gut aufgenommen. Ja. Als Anwärter warst du ja schon tätig, habe ich ja gehört über die Jahre. Aber ab heute bist du offiziell. Ja, gut. Okay, wir bedanken uns bei Heino mit einem dreifachen Gut! Ja! Ja! Gut! Ja! Ja! Gut! Ja! Ja! Danke. Ja, wohl sein, ne? Ein Wohl in eurem Arm. Prost. Wir sind eine Influencerin. Ja, aber Gold, ja, wobei, ne? Oh,